Hallo, herzlich willkommen zur Abendschau. Wie gewohnt sonntags, heute auch mit viel Sport in der Sendung. Viel Fußball, Football und mehr. Guten Abend. Alle zusammen, die 11 Mitglieder des Senats, am Wochenende auf einer Klausurtagung in der Schorfheide. Gemeinsamkeit wird ja sehr betont, immer wieder. Und nach den ersten Tagen in echter Verantwortung, also noch mal konkret nachschärfen, das war so die Überschrift. Und den Text darunter, den fasst uns Dorit Knieling zusammen. Ja, jetzt ist er bei mir, Berlins Regierender Bürgermeister. Bei ihm in der Verwaltung immer noch die E-Mails ausgedruckt würden. Nun schiebt sie hier eine große Digitalisierungswelle an. Dort ist die Rede davon, dass ab Oktober Meldebescheinigungen digital erledigt werden können. Oktober diesen Jahres? Ja, Bescheinigung komplett digitalisiert haben. Wir haben es gerade gehört, Ihr Sofortprogramm wird kritisiert, weil es eigentlich nur eine Verlängerung des Koalitionspapiers sei. Sofort passiert ja wenig. Was können Sie denn konkret sagen, mal abgesehen von Oktober, Ummeldungen, digital, was wirklich zeitnah, wenn nicht gar sofort passiert? Und Sie bräuchten auch personell Unterstützung, die Polizisten, die Lehrkräfte in der Verwaltung, überall wollen Sie viele Leute einstellen. Wie wollen Sie das schaffen? Wo kommen die her? Berlin muss das NATO-Manöver, Air Defender über Berlin und auch über Brandenburg. Wie ist unsere Stadt da eingebunden? So, 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen, die trainieren dann ab morgen die Verteidigung im europäischen Luftraum gegen ein feindliches Militärbündnis. 4 Jahre lang wurde diese Übung vorbereitet und dabei sind mehr als 200 Flugzeuge im Einsatz. Inwiefern der Luftraum über Berlin und Brandenburg betroffen sein wird, kann und will keiner so ganz genau sagen. Was wir wissen und sagen dürfen, sagt uns Tim Jäger. Mehr dazu auch in unserer Spätausgabe von rbb24 um 21.45 Uhr mit Reiko Thal. Es gibt ja erstmal weitere Nachrichten im Überblick. Tagsüber Rollläden runter, Fenster zu, nachts lüften. Es ist gefühlt Hochsommer. Schon Mitte Juni und der Rasen, die Natur knochentrocken wie sonst im August. Nun, apropos Brutzeln. Der eine oder andere präferiert vielleicht lieber was Kühles, also kein Bier. Ja, auch, aber zum Essen doch vielleicht lieber einen leichten Salat oder so. Würstchen und Fleisch und Co. auf dem heißen Grill im Park, das ist nur was für Hartgesottene. Und überhaupt seit Donnerstag in den Parks in Friedrichshain-Kreuzberg verboten. Ob sich da jemand drum schert, das hat sich Philipp Höppner gefragt. Ja, sehr wahrscheinlich. So statt in Gewürzpanaden oder Marinaden sind diese Präparate eingelegt in Alkohol oder Formalin und auch zu ganz anderen Zwecken bestimmt. Im Medizinisch-Historischen Museum der Charité finden sich solche Schätze aus den OP- und Forschungszeiten von Generationen. Am kommenden Mittwoch wird dieses legendäre Gruselkabinett der Wissenschaft wieder eröffnet. Für manchen ein Albtraum, für Kenner das Gegenteil. Sehr schnieke. Als die Mauer fiel, konnte man dort legendäre Partys feiern. Das ist lange her. Wo feiern junge Menschen heute? Es ist Sommer, es gibt tolle Seen und Badestrände. Das ist nachts gefährlich, vor allem wenn mit Alkohol aus Mut Übermut wird. Zum Glück gibt es die DLRG. Marcel Trocoli-Castro war für unsere Nachtsicht unterwegs. Ja, von uns ein Dankeschön, liebe DLRG. So, was gibt es noch Neues? Hier sind noch mal Nachrichten kurz zusammengefasst. Ja, und wir sind beim Sport. Silke, es hieß heute Koffer packen für einige Hertha-Spiele. Aber könnte man meinen, es ging in den Urlaub, so ist es nicht. Es ging nämlich zur U21-Nationalmannschaft. Jessica Ngankam und Martin Dardai, also die hier rechts und links im Bild sehen, stehen nämlich im vorläufigen Kader von Bundestrainer Antonio Di Salvo für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Ja, und damit zu Union Berlin, die in 2 Jahren, also dann in der Saison 2025-2026, für eine Spielzeit ins Olympiastadion umziehen wollen. Aufgrund des Umbaus des eigenen Stadions, das hat jetzt Präsident Dirk Zingler gesagt in einem Interview auf der Union Homepage. American Football wird immer beliebter in Deutschland. Es gibt hierzulande die German Football League und die European League of Football. In letzterer spielen die Berlin Thunder und die bekamen es heute mit den Vikings aus Wien zu tun. Ein Highlight nicht nur für diesen Football-Fan. Definitiv. Und ein Erfolg gab es auch für die Tischtennisfrauen des TTC Eastside Berlin. Die sind nämlich zum mittlerweile 9. Mal deutsche Meisterin. In der Finalserie setzen sie sich nach dem Hinspiel jetzt auch im Rückspiel in Weinheim durch. Einen Spielbericht finden Sie online auf rbw24.de. Also, wow, läuft 9. gut. Mal. Ne? Das geht doch. Lass dich sehen. Dankeschön, liebe Silke. Wir schauen noch flott aufs Wetter. Nachts meist sternenklar. Es bleibt trocken. Die Temperaturen gehen bis zum frühen Morgen zurück auf 15 bis 11 Grad. Also Fenster auf, lüften.
Denn morgen, am Montag, scheint die Sonne wieder von früh bis spät. Es gibt nur wenige lockere Schönwetterwolken. Es bleibt sommerlich warm, die Höchstwerte 28 oder 29 Grad und weiterhin herrscht hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. Am Dienstag erst sonnig, dann dickere Wolken, aber kein Regen. Am Mittwoch und Donnerstag sind Wolken dabei und dann sind auch kurze Schauer oder auch Gewitter möglich. Die Temperaturen, die gehen nur leicht zurück und es bleibt irgendwie sommerlich. Also Grillwetter, vielleicht nicht im Park. Ich wollte gerade sagen, nicht da, irgendwo, wie wir gerade gesehen haben. Wo es erlaubt ist. Ein Eimer dabei ist auch nicht schlecht. Ja, oder gleich den Grill daheim lassen, wie auch immer. So viel von uns. Mehr Sport und Infos gibt es auch noch mal in der späten. Wir sehen uns nochmal. 40 RBB 24. Mit Reiko Thal, 21:45 sind wir da. Genau. Und wir wünschen Ihnen guten Start in die Woche. Bis dann. Bis später. Tschüss. Die gute alte Späten.